Gut, da bin ich wieder, eure Dagmar vom Fansportzentrum. Wir wollen heute noch einmal eine Step Aerobic Kombi machen, eine kleine mit Workout für unsere Muskeln, einmal durch unseren Körper durch. Was brauchen wir heute? Wir brauchen wieder ein Stepbrett oder alternativ den Schuhabstreifer. Wir brauchen Gewichte, entweder Kurzhanteln oder alternativ zwei PET-Flaschen gefüllt mit Wasser, eine Matte, ein Polster und dann geht's schon los. Viel Spaß! Einatmen, ausatmen, einatmen, aus, öffnen, noch einmal öffnen. Im Wechsel, Step Up, rechts, links. Wir machen einen V-Step, Basics. Und ein Knee-Lift, V-Step. Zwei Basics und ein Knee-Lift, V. Basic, Basic. Knee lift, V, basic, basic, knee lift, V, basic, Achtung, jetzt Marsch, ein knee lift, V, basic, Marsch, ein knee lift, V, basic, Marsch, one on top, knee lift, V, basic, one on top, knee lift, basic, one on top, knee lift, V, basic, one on top, knee lift, V. One on top, knee lift, letztes Mal so. V. Basic wird auf top, one on top wird boxing. V. Over the top, boxing. Knee lift, V. Over. Boxing, knee lift, V, over, boxing, knee lift, step up, sehr schön, marsch. So, ich mache mit euch, wir beginnen alle mit dem V rechts, Achtung, 5, 6, 7, 8, V. Over, boxing, knee lift, V, over, boxing, knee lift, V, over, boxing, Achtung, cha-cha-cha, V, over, boxing, cha-cha-cha, V. Over, boxing, cha-cha, V, over, boxing, cha-cha-cha, step up in Wechsel, yes, and march, sehr schön, wir erweitern diese kleine Kombi durch zwei Basics und zwei Leg Curls. V, over, boxing, cha-cha-cha. Du hast jetzt zwei Basics und zwei Leg Curls. V. So, das war schon unser erster Step-Block. Wir kommen zu Teil 2. Ihr braucht bitte eure Gewichte, eure Matte. Gewichte über die Schulter.
Grundspannung und tief hoch. Ha. Tief hoch. Mit geradem Rücken tief. Die Spannung halten. Ha. Und tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Ha. Tief hoch. Tief hoch. Ha. Ha. Tief in die Hocke und streck. Tief in die Hocke streck. Ha. Ha. Hoch. Tief hoch. Nach 45 Sekunden ist Schluss. Wir kommen zur zweiten Übung in diesem Workout. Grundstellung, Spannung, aufgerichtet, Schultern tief. Deltalifts. Wir bleiben mit den Armen unterhalb des Schultergelenks und zieh und zieh, 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 ha, ha, zieh und zieh und ha, und ha. Zieh die Arme. Deine Wirbelsäule ist groß. Die Schulterblattspitzen bleiben tief. Das war schon unsere zweite Übung. Dritte Übung. Wir kommen auf der Matte in den seitlichen Stütz rechts. Gerne dürfte das untere Bein winkeln. Polster den Ellbogen ab. Körper eine Linie, Spannung und hoch, tief, hopp, hopp. Wir bleiben die ganze Zeit in der Spannung. Senken das Becken hoch und tief. Wir berühren die Matte fast nicht. Hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hopp. Hoch, tief, hoch, tief, hopp. Tief, streck und komm tief, streck und komm tief. Sehr schön. Wir kommen wieder zur ersten Übung. Wir wiederholen die Squats mit Stämmen. Gretschposition, Grundspannung im Becken. Grundspannung in den Bauchmuskeln, aufgerichtet. Tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, atmen, ausatmen, ein. Tief, hoch, hopp, tief, tief. Achte auf deinen Rücken, Rücken gerade, Brustbein oben und streck, hopp, und tief. So, etwas enger stehen, wieder in die Grundspannung kommen und wir machen zum zweiten Mal die Delta-Lift. Fühlen wir die Schulterblätter. Schulterblätter bleiben tief. Zieh. Zieh. Hopp. Zieh. Zieh. Hopp. Ziehen und tief. Ziehen und tief. Ziehen und tief. Hopp. Zieh. Zieh. Ziehen und tief. Hopp. Und zieh. Und tief. Ziehen und tief. Hopp. Hopp. Ziehen und weg. So, das war schon
die fünfte Übung in unserem Sechserblock. Jetzt kommt die zweite Stützseite. Stütz dich auf der linken Körperseite. Gerne dein linkes Bein gewinkelt. Körper gerade. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Wer es ein bisschen schwieriger möchte, darf gern beide Beine strecken. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Hoch, tief, hoch, tief, hoch. Das Becken berührt nur ganz sanft die Matte, so ganz leicht touchiert. Immer wieder ganz nach oben schieben. Hoch, tief, hoch. Das war unser erster Sechserblock Workout. Wir kommen zurück an unsere Step-Runde. Erinnert euch noch an die erste Runde Step? Foul over Boxing. Cha-cha-cha. Achtung! 4, 3, 2, Foul Step. Over. Boxing. Cha cha cha. Zwei Basics. Zwei Leg Curls. Foul Step. Over the top. From Boxing. Cha cha cha. Zwei Basics. Zwei Leg Curls. Mashiach. Kommen wir zur zweiten Sequenz. Die werden wir ein bisschen ändern. Du zählst zwei, machst einen Six-Count-Mambo und die Leg Curls. Achtung! Eins, zwei, Six-Count, Leg Curl. Noch einmal zähl zwei. Eins, zwei, Six. Und die Curls. Step up. So, das hängen wir jetzt an die erste bekannte Sequenz. Achtung, V-Step. Over the top. Boxing. Cha-cha-cha. Eins, zwei, six. Und die Curls. V-Step. Over the top. Boxing. Cha-cha-cha. 1, 2, 6. Und die Curls. Nochmal. V. Over. Boxing. Cha, cha, cha. 1, 2, 6. Und die Curls. V. Step. Over. Boxing. Und die Cha, cha. Same. 1, 2, 6. Curl. Step up im Wechsel. So, jetzt. Aus dem Cha-Cha-Cha hängt ihr einen Mambo am Boden dran. Und das Ganze bekommt einen schönen Fluss. V-Step. Over. Boxing. Achtung. Cha-Cha-Cha. Mambo down. Six. On the curls. Foul step. Over. Boxing. Cha 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 to mambo. Six. On the curls. Machen wir nochmal. Rechts beginnt. Foul step. Over. Boxing. Cha 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 to mambo. D6. D-curls. Foul step. Over. Boxing. Cha-cha-cha. Six. On the curls. Foul step. Over. Boxing.
Cha-Cha. Mambo. Six. Und die Girls. Fauste. Over. Gern alles frozen jetzt. Cha-Cha-Cha. Und six. Sehr schön. Wir kommen zum zweiten Teil unseres Workouts. Du brauchst bitte wieder deine Gewichte. Entweder hast du Hanteln oder alternativ. So. Grundspannung im Körper. Dein Körpersockel ist fest. Dein Arm ist senkrecht. Dein Arm gebeugt. Wir beginnen mit Trizeps Curls rechts. Achte auf deine Halswirbelsäule. Sie ist gerade. Achte auf den Oberarm, er ist senkrecht und bleibt senkrecht. Fühl deine Schulterblätter. Immer noch fixierst du die Schulterblattspitzen tief. Streck, 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 streck. Hopp, hopp. Tauch mit deinem Gewicht weit nach hinten ab. Zweite Übung. Du brauchst bitte beide Gewichte. Knie leicht angebeugt. Komm mit deinem geraden Rücken in die leichte Vorhalte, in die halbe Senke. Achtung und öffnen, schließen. Wir machen fliegende, aus der halben Senke. Zieh. Und zieh, und zieh, zieh, zieh. Wir halten die Spannung im Rücken, wir halten die Spannung in den Bauchmuskeln. Zieh. Fühl, wie deine Schulterblätter hinten zusammenwandern, jedes Mal, wenn du den Rückwärts-Butterfly öffnest. Sehr schön. Nächste Übung. Du kommst an deine Matte. Rückenlage. Die Beine senkrecht gestreckt. Beide Handeln im Wechsel rechts vorbei, links vorbei. Rechts vorbei, links. Halte deine Beine genau in der senkrechten Position. Hoch und hoch. 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 Schieb sie nach oben. Hoch. 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 Sehr gut. Komm, halte die 45 Sekunden durch. So, das war der erste Durchgang unseres Workouts. Zweiter Durchgang beginnst du mit dem linken Arm. Ausgangsposition wieder Arm gewinkelt, Halswirbelsäule gerade. Oberarm bleibt senkrecht und das Gewicht taucht weit hinter deinem Nacken ab. Streck, streck, streck. Hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Und streck und tief, streck und tief. Atme, streck nach oben. Hopp. Und 45 Sekunden. Streck deinen Trizepsmuskel und den Ellbogen mit Gewicht. Zweite Übung war aus der Position angebeugte Knie, gerader Rücken, lang im Nacken. Deine Halswirbelsäule, verlängere die Wirbelsäule. Wir halten statisch die Spannung in den Beinmuskeln, im Rückenmuskel, in den Bauchmuskel und dynamisch
trainieren deine oberen Rückenmuskeln, die Schultermuskeln. Atmen. Zieh. Ellbogen, Winkel immer gleich. Ziehen, schließen. Ziehen, schließen. Hopp. Und hopp. Zieh. Ziehen, schließen. Ziehen, schließen. Hopp. Und ziehen, schließen. Und stopp. Schnell wechseln wir wieder auf die Matte. Zu unserer sechsten Übung in diesem Block. Die Bauchmuskeln mit den gestreckten senkrechten Beinen. Beide Gewichte mitnehmen. Und einmal rechts und einmal links vorbei schieben. Der Kopf wird die ganze Zeit gehalten, lang in der Halswirbelsäule. Unser Blick ist oben. Schick ganz bewusst deine Kraft in die Bauchmuskeln. Lass sie kontrahieren. Ziehen. 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 Atmen. Und stopp. So. Dritte Runde am Step. Wir stellen nochmal ein in unseren ersten Block. V. Wer will Frozen Over? Boxing Step. Cha-cha-cha. Achtung. 4, 3, 2, V. Frozen. Boxing, cha cha cha. Zu Mambo Tief. 6 Count. Leg Curls. V Step. Frozen Over. Boxing Step. Cha cha cha. Mambo. 6. Leg Curls. Sehr schön. Step up. Wir ändern den Raum weg von der letzten Sequenz. Achtung, wir beginnen noch einmal von vorne. V-Step rechts. Frozen. Boxing. Cha-cha-cha zum Mambo. Cross. Down. Curls front over. So, das mache ich natürlich mit euch zusammen. Marschiert die Arme auf rechts. Step up. Block 1 mit allen rauen Wegen. V. Frozen. Boxing. Cha-cha-cha zum Mambo. Achtung. Crossover. Down. Und die Curls in Straddle. Probieren wir gleich nochmal. Linkes V beginnt. Frozen over. Boxing. Cha-cha zum Mambo. Achtung, cross. Down. Curling straight. Step up. V-Step rechts. Frozen over. Boxing. Cha-cha-cha zum Mambo Tief. Cross and down. Curls first. Und mach sofort weiter V-Step. Frozen. Boxing. Cha-cha-cha zum Mambo. Cross over. Curls first. V-Step. Frozen. Cross, cha-cha-cha. Cross and down. Curl and spread. Foul. Frozen. Foxy. Cha-cha-cha. Cross down.
Cold Struggle. Alistair. Zwei Basics. Alistair. Zwei Basics. Alistair. Sehr schön. Wir kommen zum dritten Block, Workout. Wir beginnen diesen Block mit Bizeps Curls. Du hast beide Gewichte wieder in der Grätschposition mit der Grundspannung. Im Wechsel, rechts und links, ziehen die Bizeps die Gewichte. Gleichzeitig gehst du tief in den Squat und kommst wieder hoch. Tief. Und noch. Und tief. Und noch. Und tief. Und noch. Und tief gehen. Komm hoch. Und tief gehen. Komm hoch. Komm tief. Komm hoch. Und tief. Hoch. Tief. Und noch. Sehr schön. Nächste Übung. Du kommst an deine Matte oder an dein Pad. Polsterst die Unterarme gut ab mit deinem Handtuch und kommst in die Unterarmplanke. Stütz dich in der Planke, dein rechtes Bein. Öffnen, schließen, climbing Schritt. Öffnen, schließen, climbing. Auf, zu, vor, rück. 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 Auf, zu. Immer nur das rechte Bein. Vor, rück. Auf, zu, vor, rück. Auf, zu, vor und rück. Das war sicher sehr anstrengend. Dafür darfst du jetzt auch nochmal auf den Rücken liegen. Mit deinen Gewichten. Beine sind aufgestellt, Bauchmuskeln fest. Du drehst dich rechts, rollst dich ab. Du drehst dich links, hochdrehen. 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 Aufrollen, drehen, abrollen. Aufrollen, drehen. Aufrollen, drehen. Und noch. Sehr schön. Komm hoch. Übung 4. In diesem Block ist das Wiederholen von den Bizeps Curls. Komm langsam tief in den Squat und wieder hoch. Tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Tief. Komm hoch. Komm tief. Komm hoch. Komm tief. Und hoch. Tief. Unser Schultergürtel ist fest. Wir gehen tief in den Squat. Kommen hoch. Tief. Und hoch. Tief. Hoch. Sehr schön. Gut. Zweite Übung war aus der Unterarmplanke in die Grätsche öffnen und in den sogenannten Climbing-Schritt. Komm in die Unterarmplanke. Möglichst gut gepolstert. 4, 3. Dein linkes Bein. Auf, zu, klein.
auf zu klein. Einmal in die Grätsche öffnen, schließen, dann den Ausfallschritt. Hopp, hopp, Ausfallschritt. Hopp, hopp, Ausfallschritt. Öffnen, schließen, Ausfallschritt. Hopp, hopp, vor, rück. Öffnen, schließen, Ausfallschritt. Hopp, hopp, vor, rück. Sehr schön. Und die sechste Übung ist wieder die Bauchcrunches mit den Gewichten. Beine aufgestellt. Einmal drehst du rechts und einmal drehst du links. Einmal nach links gedreht. Roll dich mit ganz runden Rücken ab. Atme. Sehr schön. So, das war schon unser dritter Workout-Block. Und wir kommen zum letzten Step-Lock als Finale. Step up and march. Good. You hold.
Wiederholen. Block 1 vor. Beginnen mit unserem großen V. Achtung, 4, 3, 2, V-Step. A Frozen. Box it. Cha-Cha Mambo. Cross and down. Curl Swirl. Achtung, L-Step. Three up. And push. So, einatmen, aus, ein, und aus. Locker. Das war heute das Step-Intervall-Workout. Wenn du sagst, boah, das war jetzt gut, ich habe schön trainiert, prima. Wenn du sagst, du möchtest nochmal, dann fang einfach nochmal von vorne an und mach die 7 Blöcke noch einmal durch. Ich freue mich ganz riesig, bis ich euch wiedersehe hier bei den Kursen. Dankeschön und tschüss, eure Dagmar.